Grüß Gott, wir sind die Schüler der Polytechnischen Schule Urfa aus der P2 im Kreativbereich. Und wir machen heute eine Umfrage zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich und sind schon gespannt, was die Bürger der Stadt Linz so dazu sagen. Was halten Sie von gleichgeschlechtlichen Ehen in Österreich? Jeder wie er will. Bin nicht dafür, ist ein Schmarrn. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, weil jeder soll machen, was er will und ich bin selber schwul, also passt voll, aber ich werde natürlich nie heiraten. Aber ja, warum nicht? Voll geil. Ja, also wir sind da total dafür. Warum sind Sie dieser Meinung? Weil ich glaube, dass Kinder nicht von gleichgeschlechtlichen Paaren erzogen werden sollten. Und zweitens, für was? Es gibt Mann und Frau. Jeder Mann soll sich eine Frau holen und eine Frau soll sich einen Mann holen. Fertig, am Schluss. Ich habe nicht wirklich was dagegen, weil jeder hat seine Vorlieben und jeder darf die ausleben. Ja, ich finde, dass man so leben sollte, wie man lebt. Ich habe da nichts dagegen, dass die da miteinander. Ich finde es super, wenn sie das sagen, dass sie sich trauen und so. Also ich finde, es ist einerseits eine Privatsache, es ist als staatliche Politik eine komische Institution. Aber solange die Heteros heiraten dürfen, müssen natürlich alle anderen auch heiraten dürfen. Eigentlich passt das sehr voll, also ich bin voll dafür eigentlich. Ich bin auch dafür. Und verstehe die Leute nicht, die was sagen, dass genau. Das irgendwie... Für mich ist das Normalste auf der Welt. Was soll ich halten? Ja? Ich würde meinen, dass die Biologie, die Natur sagt, Mann und Frau gehören zusammen. Aber wenn jemand wirklich will, warum nicht? Ja, absolut okay. Warum? Mann, Frau, warum? Von Ehe heute nicht so viel, aber von gleichgeschlechtlichen Beziehungen heute so viel wie von jeder anderen Beziehung. Was führt Ihrer Meinung nach dazu, dass es so viele Intoleranz gegenüber diesem Thema gibt? Ja, es ist natürlich viele sind erzogen, das Ganze, und halt, das sind halt gesellschaftliche Schemen und Zwänge, die irgendwo historisch bedingt halt entstanden sind. Das hat man natürlich irgendwo in der Erziehung mitbekommen. Halt, ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht die Leute, was Selbstbewusstsein haben, dass zu dem Stängern was sind, werden nicht respektiert. Keine Ahnung, weil sie zu viel Selbstbewusstsein haben oder weiß ich nicht. Aber so ist die Menschheit halt. Weil es eingreift in ein sehr traditionelles, katholisch geprägtes, aber prinzipiell einfach konservatives Bild von der kleinsten Zelle des Staates. So, vielleicht zu wenig Erfahrung oder zu wenig Information. Die Tradition, die du sagen, ne? Stimmt's? Glaube ich auch. Wie denken Sie über die Adoption von Kindern nach? Ja, ich finde eigentlich sehr gut, weil wenn sie in eine gute Familie kommen, besser als in einem Heim ist es auf jeden Fall. Also sind Sie auch nicht der Meinung, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren sollten? Niemals, niemals. Stellen Sie das vor, am Elternabend oder am Elternsprechtag kommt der Vater und der Vater. Was denken Sie über die Adoption von Kindern bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Ich glaube, das geht genauso gut wie bei heterosexuellen Ehen, weil die Eltern genauso liebevoll sein können. Also wenn heterosexuelle Paare das machen dürfen können, dann sollen das natürlich auch Homosexuelle dürfen. Ja, selbstverständlich, wieso nicht? Ich meine, wenn es dem Kind dann nachher besser geht, als wie was ihm vorgegangen ist, dann ist es ganz logisch, dass das zum Wohle des Kindes ist. Da bin ich eigentlich dagegen. Weil Beispielwirkung für Kinder, wir wissen das alle, ist einfach die Natur, Mann und Frau. Und die Mutter ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Schwieriges Thema, muss man sich, glaube ich, von Fall zu Fall anschauen. Die sexuelle Orientierung ist per se kein Kriterium für eine Akzeptanz von Kindern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich hier mit dem Namen der P2. You need is all.